spektakulärste Zugstrecke Südamerikas ist wohl die zwischen Alausi und Zibambe in Ecuador. Der besseren Aussicht wegen haben die Touristen auf den Dächern des Güterwaggons Platz genommen. So war das 2005. Mit Tuten, Gerumpel und Ächzen geht es ins Alausi-Tal hinab. Der Zug hält plötzlich. Die Maquinistas ziehen die Bremsen der vorderen Wagen an. Die hinteren Wagen sind aufgelaufen. Das Abbremsen war offenbar eine Vorsichtsmaßnahme. Ist diese Dame nicht etwas leichtsinnig? Zum Glück fiel nie jemand vom Dach. 2007 aber kamen zwei Japaner wegen herunterhängender Kabel ums Leben. Seitdem ist die Reise auf dem Dach verboten. Die Bahnstrecke Quito-Guayaquil wurde nach 30 Jahren Bauzeit 1908 eröffnet. Zur Zeit unserer Abenteuerfahrt verkehrte der Zug nur noch zwischen Riobamba und Zibambe, weil Steinschläge, Erdrutsche und Überschwemmungen verschiedene Abschnitte zerstört hatten. Auf dem verbliebenen Teilstück scheinen die Schäden nur notdürftig repariert worden zu sein. Des Öfteren soll der Zug entgleist sein. Zur Sicherheit stehen die Bremser immer an ihrem Posten.
Der Zug wird langsamer, kommt erneut zum Stillstand. Der Grund? Der Zug ist in ein Stumpfgleis eingefahren. Sobald die Weiche umgestellt ist, wird er seine Fahrt rückwärts fortsetzen. Im Zickzack traversiert er den Hang des Berges, der eigentlich Pistichi heißt. Aber wegen seiner Form Nariz del Diavolo, Teufelsnase, genannt wird. Wir haben die zweite Spitzkehre erreicht und fahren wieder vorwärts weiter. Von da oben, unterhalb der großen Felsen, kommen wir. Wir passieren den Bahnhof von Sibambe. Wenig später hält der Zug an. Die Passagiere dürfen sich für eine Viertelstunde im Tal umsehen. Die Teufelsnase ist von hier unten beeindruckend. Und man kann sich kaum vorstellen, dass unser Zug hier entlang gekurvt ist. Nicht weniger beeindruckend ist die Unterkonstruktion für die Gleise, die noch original aus der ersten Bauphase um 1900 erhalten geblieben ist. Nach wenigen hundert Metern stoppt der Zug, denn nun beginnt ein aufwendiges Rangiermanöver. Der einzige Reisewaggon, vielleicht die erste Klasse, der am Ende des Zuges fuhr, wird wieder ans Ende und die Lok nach vorn gesetzt.
Nun liegt der Bahnhof bereits weit unter uns. Noch einmal geht es, das Zugende voraus, um die Teufelsnase. Wir haben die obere Spitzkehre verlassen und fahren aus dem Stumpfgleis heraus. Die kraftstrotzende französische Diesellok zieht nun von vorn. Um 2007 erklärte Präsident Rafael Correa die Eisenbahn zum Symbol der nationalen Einheit Ecuadors und veranlasste ihren Wiederaufbau. Zwischen 2008 bis 2013 wurde die Hauptstrecke von Guayaquil nach Quito wieder instand gesetzt. Seither verkehrt der Tren Crucero zwischen den beiden Millionenstädten. Er bietet eine nostalgische Zugreise. Diese ist jedoch für die einheimische Bevölkerung kaum erschwinglich. In 4 Tagen und 4 Nächten wird die Strecke zurückgelegt. Die Touristen schlafen dabei in Hotels. Ein kulturelles Begleitprogramm rundet die Reise ab. Wir sind zurück in Alausi. Ein in dieser Art nicht wiederholbares Abenteuer ist zu Ende.